Entscheidung in Spielberg 1982. Keke Rosberg im weißen Williams verliert gegen Elio De Angelis im Lotus um eine Reifenbreite. 1984 wird das Jahr des Niki Lauda. Er holt sich in diesem Jahr nicht nur seine dritte Weltmeisterschaft, sondern gewinnt als erster und bislang einziger Österreicher am Österreichring. Es ist immer schöner, den Heimat-Grand Prix zu gewinnen wie woanders. Aber der Sieg ist wahnsinnig wichtig für die Weltmeisterschaft. Nach 1987 wird es für 10 Jahre still am Österreichring. Mit ein Grund der zweimalige Starterbruch, weil die Startzielgerade viel zu schmal ist. Das war selbstverständlich noch lange nicht alles, was wir heute für Sie vorbereitet haben. In Kürze geht's weiter hier vom Red Bull Ring mit der Drivers Parade. Bleiben Sie dran. Wir sind zurück auf dem Red Bull Ring, wo alles bereit gemacht wird für die Drivers Parade. In 7 Minuten soll es soweit sein. Da versammeln sich die Piloten da drinnen, dann gehen sie da durch das Spalier der Dirndln durch über den Red Carpet rauf auf den Truck und dann gibt es eine Runde 4,3 Kilometer durch die Steiermark und dann können sich auch die Piloten ein Bild davon machen, wie viel da heute los ist. 70.000 Zuschauer gut werden diesen Grand Prix hier live vor Ort beiwohnen und hoffentlich dann auch ein spannendes Rennen sehen. Viele von Ihnen im Übrigen aus den Niederlanden, 18.000 Max Verstappen-Fans sind hier und die machen tolle Stimmung und sie haben schon wirklich für jede Menge Gesprächsstoff in diesen Tagen gesorgt. Da oben wird dann mit der Checkered Flag das Rennen beendet werden. Und da hat es in dieser Saison ja schon einmal einen kleinen Fauxpas gegeben. Sie erinnern sich sicher, Kanada Grand Prix. Fotomodel Winnie Harlow, die hat einfach zu früh die Checkered Flag da rausgehalten. Der Veranstalter hat dann die Schuld auf sich genommen und hat gesagt, na, das war unsere Schuld. Sebastian Vettel hat es natürlich gleich überrissen und hat gesagt, das gibt's nicht. Da fährt man doch noch eine Runde. Das Rennen kann doch noch nicht zu Ende sein. Und so war es danach. Allerdings aufgrund dieses Fauxpas wurde der Grand Prix dann nicht nach, wie eigentlich vorgehabt, 70 Runden beendet, sondern schon nach 68 Runden gewertet. Und auch bei Pelé hat es einmal einen Zwischenfall gegeben beim großen Preis von Brasilien. Der hat einfach einmal den Sieger verschlafen. Hoffentlich passiert das heute nicht. Während das Rennen noch nicht einmal gestartet wird, hat Christian Dindorfer jenen Mann an seiner Seite, der diesen großen Preis von Österreich beenden wird. Leopold um und um aus Judenburg macht sich hier keinen Spaß, sondern der ist tatsächlich jener Mann, der heute dieses Rennen nach 71 Runden beenden wird. Die Übung scheint schon zu funktionieren. Herr Um, das schaut schon mal gut aus. Sie hatten sogar jetzt eine Einschulung. Sie haben das gewonnen. Dann, wie ist denn diese Einschulung da abgelaufen? Ja, ich habe jetzt einmal die ganzen Flaggen sind mir erklärt worden. Für mich ist nur die wichtig. Also mit der werde ich den Grand Prix abwinken können. Und ja, unbeschreibliches Erlebnis. Also jetzt schon, ein bisschen nervös schon, aber toll. Sie wissen nach wie vielen Runden, da gab es ja schon andere Beispiele in der Geschichte, wo es nicht funktioniert hat. Wie viele Runden sind es denn heute? Ja, heute sind es 71 Runden. Und nein, ich habe da ein bisschen Hilfe, muss ich gleich sagen. Die schauen schon, dass das nicht noch einmal passiert. Und wir werden das schon hinkriegen, hoffe ich. Ja, die Winnie Harlow, das Model in Kanada, hat es vor 3 Wochen ja zu früh gemacht. Pelé, auch eine Legende, hat das damals übersehen bei Michael Schumacher 2002 in Interlagos. Welche Informationen bekommt man denn da in der Einschulung? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, ich werde dann informiert, wenn die letzte Runde beginnt. Und sage ich mal, dann kann normalerweise nichts schief gehen. Sprich, dass man wartet, wenn sie die letzte Runde, also die letzte Kurve passieren und dann, dass ich den Sieger abwinke und den Rest des Feldes. Wie schaut es aus mit dem Nervositätspegel? Oh, jetzt steigt er. Also in der Früh habe ich mir noch gedacht, naja, freudige Erwartung, aber jetzt schon langsam wird es ein bisschen kribbelig. Gut, einmal mehr üben kann nicht schaden. Alles Gute und rechtzeitig abwinken. Bitte schön, schauen wir noch einmal, ob Sie es immer noch drauf haben. Machen wir da keine Sorgen und damit wieder zurück.
Ja, dann hoffen wir, dass da heute alles klappt mit der Checkered Flag. Dauert noch ein paar Augenblicke, bis die Piloten da dann wirklich raufgehen auf den Truck. Ganz großes Privileg für uns da auch dabei zu sein bei dieser Fahrerparade. Und dann schauen wir mal, wen wir da oben dann erwischen für ein letztes Statement vor dem großen Preis von Österreich. Einer hat sich Marc Wurzinger zum Interview gestellt. Sebastian Vettel gestern mit 3 Plätzen Grid-Penalty belegt, steht nicht auf Startplatz 3, sondern nur auf Startplatz 6. Und wir haben eine jener seltenen Möglichkeiten, mit Sebastian Vettel am Weg zur Drivers Parade, zur Fahrerparade zu plaudern. Sebastian, nachdem wir uns noch nicht gesehen haben an dem Wochenende, herzlich willkommen in Österreich zurück. Sie haben ja viel Österreich-Bezug, der Grand Prix von Österreich für Sie ein wenig was Besonderes auch? Nein, nicht nur ein wenig, sondern eigentlich ganz viel. Also ich denke, es ist einer der schönsten Grand Prix, die wir haben. Nicht nur, weil die Strecke wunderschön gelegen ist, sondern ich glaube auch rundherum fühlen sich alle wohl, unser Team, die anderen Teams. Also ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gerne hier und ja, es macht immer Spaß. Sportlich haben Sie ja sehr viele Erfolge hier gefeiert, gute Rennen gehabt, ein bisschen weniger gute Rennen gehabt. Jetzt ist gestern diese ja unliebsame Situation mit dem Carlos Sainz da dazwischen gekommen, die 3 Plätze zurück am Startgrid. Ärgerlich, oder? Ja. Finde ich auch. Carlos Sainz ist ja für Sie, hat man ja gehört, geradezu eingetreten. Trotzdem haben die Stewards gemeint, Sie müssen 3 Plätze zurück. Ist aber auch etwas Außergewöhnliches, dass ein sogenannter Gegner in einer Situation auch fürspricht einmal für einen, oder? Nicht alltäglich. Nicht unbedingt. Ich glaube, wir hatten schon öfter die Situation und auch gesagt, glaube ich, irgendwann mal, dass wenn der andere nicht wirklich einen Nachteil davon hat oder kein Problem damit hat, dann sollte man da kein Fass aufmachen. Aber gestern wurde eins aufgemacht. Ja, ich glaube, ohne da jetzt zu tief zu gehen, ich bin da kein Fan von. Ich glaube, wir haben mittlerweile zu viele Regeln und vielleicht wäre als Deckblatt ganz gut, wir sind nicht erlaubt, Rennen zu fahren. Das würde dann dazu passen. Weise Worte, die wir unterschreiben und auch teilen. Die Situation an sich, ist das einfach Kollateralschaden? Kann das passieren auf einer schmalen, auf einer kurzen Strecke mit 20 Autos? Es ist ja oft bewundernswert. Was? Es geht immer. Es wird auch weiterhin passieren und es ist leider unumgänglich. Ich meine, der Fehler bei uns lag bei uns. Ich habe am Radio nicht den Funk bekommen, den Funkspruch, dass jemand hinter mir ist. Die Spiegel haben wir schon öfter angesprochen. Also denke ich, dass ich alles gemacht habe, aber die Stewards waren anderer Ansicht. Und ja, letzten Endes müssen wir es jetzt so nehmen und von Platz 6 dann nach vorne fahren. Nichtsdestotrotz wünschen wir Ihnen einen ganz tollen Österreich Grand Prix und vielleicht genießen Sie ihn noch ein wenig. Ja, ich denke schon. Danke. Alles Gute. Sebastian Vettel, der noch nie einen Formel 1 Grand Prix auf dieser Rennstrecke gewinnen konnte, der wird es auch heute nicht allzu leicht haben. Von Startplatz 6 geht er da ins Rennen hinein und vorneweg auf der Pole Position Valtteri Bottas, neben ihm Lewis Hamilton, also Front Row Lockout für Mercedes nach dem gestrigen Qualifying. Dauert noch ein bisschen, bis die Herren darauf kommen auf den Truck und das ist ja dann auch immer sehr interessant zu beobachten. Wer geht denn da mit wem? Wer unterhält sich mit wem? Wo sind die Freunde im Fahrerfeld zusammen? Eines ist auch klar, meine Damen und Herren, den größten Support von den Fans hier, den hat ganz sicher Max Verstappen. Ich habe es Ihnen schon gesagt, 18.000 Niederländer sind hierher gekommen. Die orange Wand tut sich da auf zwischen den Kurven 2 und 3. Da sitzen sie auf der Tribüne und die haben hier, weil sie so viele sind, ein eigenes Dorf bekommen. Achtung, Daniel Ricciardo, Max Verstappen. Schön, dass Sie hier seid. Ihr wart gerade in einer ungewohnten Rolle als Tramfahrer. Wie war es zur Abwechslung, einen 34-Tonner zu steuern? Emotional. Und kurz? Und langsam? Es war okay. Ich habe Max die Anweisungen gegeben. Max hat den eigentlichen Job gemacht. Wie war es für Sie, Max? Ja, was die wenigsten wissen, ich verdiene mir ein bisschen was nebenbei dazu als Straßenbahnfahrer und habe mich in der BMW zu Hause gefühlt. Heute war alles in Deutsch beschriftet, das hat mich aber etwas durcheinander gebracht. Zum Glück hatte ich Dani bei mir, der mir mitgeteilt hat, welche roten Knöpfe ich drücken muss. Und hat das gut gemacht? Ja, das hat er ausgezeichnet gemacht. Kommen wir zum eigentlichen Grund, weswegen ihr in der Steiermark seid, dem Heim-Grand Prix von Red Bull. Daniel, Sie haben gute Erinnerungen an das Vorjahr, Platz 3 hinter Bottas und Vettel. Heuer fällt das Rennen auf Ihren 29. Geburtstag. Happy Birthday! Danke, ja, ich werde schon 29. Der 30er rückt immer näher. Stimmt, das Rennen im Vorjahr war wirklich gut. Lewis wollte mir zum Schluss den dritten Platz streitig machen, aber ich habe den Podestplatz verteidigen können. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin noch nie an meinem Geburtstag ein Rennen gefahren. Ich freue mich echt drauf. Bei einem Sieg wären Sie der dritte Formel-1-Fahrer, dem das an seinem Geburtstag gelingt.
Ja, und dreist meine Nummer. Ja, alles ergibt nun vielleicht einen Sinn. Das ist fies. Ich war einen Tag zu spät dran bei meinem Sieg im Vorjahr in Malaysia. Mein Geburtstag war am Samstag und das Rennen am Sonntag. Du hättest der Dritte sein können. Das ist meine große Chance. Ja, dafür fällt das Rennen in Sochi heuer auf meinen Geburtstag. Apropos Geburtstag, ein Geschenk gibt es auch für Ihre Kollegen mit einer dritten DRS-Zone zwischen Kurve 1 und 3. Eine gute Entscheidung? Definitiv. Ich freue mich schon auf die Überholmanöver dort. Ja, für gewöhnlich verlierst du in Kurve 1 ein wenig, wenn du am Vordermann dran bist. Mit dem DRS kannst du an selber Stelle aber gleich ziehen oder vorbeiziehen. Ich bin mir sicher, wir werden mehr Überholmanöver sehen. Max, 2016 waren Sie Zweiter im Vorjahr, dann die Kollision mit Alonso, das Ausgleich nach dem Start vor den vielen niederländischen Fans. Wie sehr brennen Sie darauf, Ihren Fans wieder ein tolles Rennen zu liefern? Ja, solche Kollisionen passieren nun mal. In diesem Fall war es unverschuldet. Alonso hat mich abgeschossen, aber 2016 war ich hier Zweiter. Das ist nun mal Racing, alles geht sehr schnell. Natürlich war das eine große Enttäuschung vor den vielen tausenden niederländischen Fans, die mit ihren Wohnwagen nach Österreich gefahren sind, um mich anzufeuern. Sie haben mich nur ganze 300 Meter lang auf der Strecke gesehen. Heuer will ich ihnen einen besseren Auftritt liefern. Daniel, aktuell spricht Sie jeder auf den Motorendeal mit Honda und die mögliche Vertragsverlängerung an, von der Sie sagen, man sei auf einem guten Weg. Ich werde Sie nicht sekieren. Sie geben ohnehin nichts preis. Du bist die erste Journalistin, die ihn damit in Ruhe lässt. Eine Antwort hätte ich dann aber doch gern. Hat der Motorendeal Ihre Vorstellungen hinsichtlich Ihrer Zukunft verändert? Ich sag mal, nicht wirklich. Der Motorenpartner wird für mich nicht der Grund sein, bei Red Bull zu verlängern oder bei einem anderen Team anzuheuern. Nichtsdestotrotz bringt ein neuer Motorenlieferant auch Veränderung, die auch positiv und aufregend sein kann. Aber das wird keinen direkten Einfluss auf meine Entscheidung nehmen. Bei Ihrem Monaco-Sieg hat Ihre zweite MGUK einen Schaden erlitten, die dritte und damit die Strafversetzung ist früher oder später fällig. Ja, hoffentlich nicht in den nächsten beiden Rennen. Wahrscheinlich dann in Hockenheim, aber je später, desto besser natürlich. Aber ich rechne damit, dass es in Deutschland sein wird. Die Fahrer und Teams erleben gerade eine anstrengende Zeit, einen sogenannten Triple Header, sprich drei Rennen in drei Wochen, respektive fünf Rennen in sechs Wochen. Eine physische und psychische Belastungsprobe. Wie geht ihr damit um? Genau so posiert er ständig vor dem Spiegel. Na, das ist Spaß natürlich. Als Fahrer sind wir einen straffen Zeitplan ja gewohnt. Auch wenn wir keine Rennen haben, reisen wir ja viel, haben Medientermine und sind sehr beschäftigt. Ich finde, wir können uns glücklich schätzen, drei Rennen hintereinander zu haben. So können wir uns auf das fokussieren, das wir lieben, und das ist Rennfahren. Möchtet ihr früher oder später auch gerne mal in einer anderen Motorsportserie an den Start gehen, wie Fernando Alonso unlängst? Also bei dem Kalender, den wir haben, bin ich froh, nach einem Rennen auch mal eine Ruhephase zu haben. Mit den 21 Rennen im Jahr und all den ganzen Medienterminen denken wir an nichts anderes als an die Formel 1. Aber wenn ich morgen aufhören würde, würde ich wirklich gern mal beim Daytona 500 starten, vielleicht auch in Le Mans. Aber aktuell zählt für mich nur die Formel 1. Wo wärt ihr eigentlich beruflich gelandet, wenn es nicht für die Formel 1 gereicht hätte? Was würden Sie dann zum Beispiel studieren, Max? Ich würde definitiv nicht studieren. Ich habe die Schule gehasst, das sollte man vielleicht nicht im Fernsehen sagen. Nein, nein, das ist schon richtig. Ich habe schon als Kind stets zu mir selbst gesagt, Max, du musst in irgendeiner Sache richtig gut sein, für die du keine schulische Ausbildung brauchst. So habe ich mich in den Nachwuchsklassen im Motorsport motiviert. Fahr schnell, dann brauchst du keine Schule. Plan B wäre übrigens für mich definitiv die MotoGP gewesen. Ähnlich. Es war zwar nicht so schlecht in der Schule, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Was ich wollte, war draußen Sport zu betreiben, aktiv zu sein. Hinter einem Schreibtisch bin ich nicht gut aufgehoben. Ich glaube, Tennis wäre meine zweite Wahl gewesen. Die Statur hätten Sie dafür wohl gehabt. Ja, womöglich. Und das Talent? Ich habe früher wirklich viel und intensiv gespielt und habe es geliebt. Meine Ausdauer war oft der Schlüssel zum Erfolg, vor allem, wenn es auf fünf Sätze gegangen ist.
That's where I was strong. Verfolgt ihr eigentlich auch die Fußball-WM? Haben Sie die Spiele der Socceroos gesehen? Ja, bis wir ausgeschieden sind. Und Max? Max, was ist mit euch Niederländern? Ja, uns ist leider das Talent ausgegangen und wir legen eine Pause ein. Aber ich drücke natürlich Belgien die Daumen, denn ich bin ja halber Belgier. Die Belgier schlagen sich gut und stehen im Achtelfinale. Ja, ihre Defensive ist gut. Die sind wirklich stark. Und erst ihr Offensivspiel, ich hoffe, das macht sich bezahlt. Eines muss ich aber schon klarstellen, ich sitze nicht mit einem Belgien-Trikot zu Hause vorm Fernseher. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten als Niederländer. Aber ich halte ihnen die Daumen. Wer wird Weltmeister? Ich hoffe Belgien. Im Idealfall spielen sie gegen Brasilien im Finale. Ja, ich möchte England und Brasilien noch öfter bei der WM sehen. Ich bin echt gespannt, was die Weltmeisterschaft noch so bringt. Und wie groß sind die Chancen, dass Red Bull beim Heim-Grand Prix erstmals gewinnt? Ja, er war schon Zweiter, ich Dritter. Die logische Konsequenz ist ein Sieg. Und es ist mein Geburtstag. Mit 29 bin ich definitiv schneller. Deine Ausdauer wird auch immer besser. Schneller und vielleicht auch weiser. Danke fürs Gespräch und alles Gute. Thank you. All the best. Max Verstappen, der kann sich also hier auf die größte Unterstützung von den Fans verlassen. Der Niederländer steht auf Startplatz 4 vorneweg. Wie erwähnt, die beiden Silberpfeilpiloten auf 1, Valtteri Bottas, auf 2, Lewis Hamilton. Und wir haben den WM-Führenden zu Beginn dieses Wochenendes am Donnerstag zu einem langen und sehr, sehr unterhaltsamen, interessanten Interview getroffen. So, Tommy Breining, der heute den Porsche Supercup-Lauf hier gewonnen hat, da eins, zwei, eins, zwei, das funktioniert angeblich, oder? Aber da höre ich mich doppelt, das ist auch irgendwie schlecht. Egal. Stimmung steigt, wird immer besser. Spannung steigt über die Strategie, lieber Alexander, haben wir noch nicht gesprochen. Einstoppstrategie, das ist wohl das Allheilmittel hier. Ja, absolut. Noch vor dem Rennen haben wir uns ja gedacht, dass die Reifen ein bisschen mehr maltradiert werden. Das ist leider nicht der Fall. Dementsprechend ist die Einstoppstrategie. So, jetzt geht das auch nicht. Jetzt geht auch nicht. Funktioniert auch nicht. So, jetzt sind wir da weiter. Teilen wir uns an, ja, sehr gut. Stehen wir so da. Also Einstoppstrategie, weil sie ist etwa um 7 Sekunden schneller wie die Zweistoppstrategie. Das hat zu tun, weil der Reifen einfach nicht abbaut. Auch wenn die Temperaturen jetzt steigen, er wird nicht wirklich genügend abbauen. Und dann kommt ja immer noch dazu, wenn du zweimal stehen bleibst, musst du die Hinterbänkler dann zweimal auch überrunden. Und das kostet dir viel zu viel Zeit. Das heißt, Allheilmittel heute, wenn nichts passiert, natürlich die Einstoppstrategie. Aber da gibt es ein großes, genau, Fenster. Da, ja, wollte ich gerade einhaken. Das habe ich zuerst mit Valtteri Bottas bei der Drivers Parade thematisiert. Du kannst stoppen von bis, also ewig auseinander. Gefächert ist dieses Pitstop-Window. Ja, ganz genau. Also so ab Runde 10, ich glaube, so ein super Fenster, tut sich für die Führenden relativ zeitig aus. So Runde 15, je nachdem, wie der Rattenschwanz hinten sich entwickelt, dass sie halt nicht in den Verkehr fallen. Oder dann erst wieder so ab Runde 30, 35 bis 38. Also je nachdem, wie die Reifen halten, das wissen wir noch nicht ganz genau. Und du bist fasziniert, gell? Ja. Flying Bulls Show, eigentlich richtig faszinierend. Ja, es wird viel geboten am Red Bull Ring, also toll. Und von der Strategie her haben wir eben so ein großes Pitstop-Fenster, da kann sie einiges tun. Da drängt sich jetzt eine Anmoderation förmlich auf. Der Überflieger des gestrigen Tages, der heißt Valtteri Bottas. Einen guten Zeitpunkt gekommen, die Pole für Valtteri Bottas. Der Mann hat noch nicht unterschrieben für 2019 bei Mercedes, wenngleich auch Niki Lauda keinen Zweifel daran gelassen hat im Interview gestern, dass Bottas weiterfahren wird, eigentlich eine logische Lösung. Ja, eine total sinnvolle Lösung. Der Valtteri ist schnell, hat heuer ein bisschen Pech gehabt, sonst könnte er in der WM auch wirklich noch die volle Rolle spielen. Da haben wir uns aber am Saisonanfang schon drüber geärgert. Und jetzt hat er wieder gezeigt, dass es gut ging, nämlich in der Paradedisziplin des Rekordhalters der Pole Position, dem da eine auszuwischen. Das ist einfach auch cool, das ist toll, das kann er hier in Österreich speziell. Und
ist ein Freund von mir, deshalb freue ich mich auch persönlich ein bisschen. Viel Pech gehabt hat er schon in dieser Saison, Valtteri Bottas. Sie erinnern sich sicher an Baku, wo er auf dem Weg zum Sieg unterwegs war. Dann hat es ihm den Reifen zerrissen, weil er über ein Teilchen drüber gefahren ist. Pech natürlich auch, zuletzt vor einer Woche in Le Castellet, als ihn Sebastian Vettel abgeschossen hat. Wir haben vorhin am Truck bei der Drivers Parade Gelegenheit gehabt, mit Lewis Hamilton zu sprechen. Wie werden Sie sich denn verhalten in Kurve 1? Und da hat Hamilton gesagt, null Problem, wir beide, wir respektieren uns immer. Reicht Respekt in Turn 1, um sich nicht gegenseitig abzuschießen? Gut, das hilft einmal, ja. aber ich glaube, dass er auch vor dem Nico Rosberg Respekt hatte, aber dann dennoch das manchmal gekracht hat. Werden wir schauen. Es kann da immer was passieren. Es ist zu Kurve 1 hin sehr prekärer Anlauf, weil du weißt, es passt dann eigentlich nur wirklich einer durch. Gut, du hast ein bisschen Sicherheit, weil Asphaltauslaufzone ist, aber unterm Strich muss man schauen, was rauskommt. Jeder wird versuchen, besser wegzukommen und natürlich wird auch der Hamilton den Bottas sofort überholen wollen, aber nicht mit der Brechstange, mehr werden wir sehen. Respekt muss man in diesen Tagen auf alle Fälle haben vor Lewis Hamilton. Der hat nach Frankreich wieder die Führung in der Weltmeisterschaft übernommen, liegt nun 14 Punkte vor Sebastian Vettel. Und Respekt auch vor der Mannschaft von Mercedes. Zuletzt waren die Kollegen in Brixworth an der Reihe. Dort wird der Motor gebaut und die haben ja für Frankreich ein Motor-Upgrade gebracht. Jetzt hat Brackley nachgezogen, dort sitzen die Aerodynamiker und es ist hier das umfangreichste Aero-Paket bisher in der Saison 2018 für Mercedes geliefert worden. All das soll mit dazu beitragen, dass die silberne Strecke hier weitergeht. Der fünfte Sieg im fünften Anlauf. Seit die Formel 1 vor 4 Jahren nach Österreich zurückgekehrt ist, hat es nur einen Sieger gegeben: Mercedes. Neues Rennen, neues Glück. In der Weltmeisterschaft ist Ferrari den Silbernen dicht an den Fersen. Auch heuer kann jeder Fehler, jeder Defekt, sprich jedes kleinste Detail, das Rennen um den Fahrer- und den Konstrukteurstitel entscheiden. Es ist ein Entwicklungswettlauf. Wir haben in Montreal den Motor nicht gebracht und man hat sofort gesehen, dass uns Base fehlt. Und jetzt geht es darum, dass wir jedes Rennen kontinuierlich Motoren, Power und aerodynamische Entwicklung aufs Auto bringen, um am Ende vorne mitfahren zu können. Well done to Mercedes. Zuletzt in Frankreich hat Lewis Hamilton mit einem neuen Motor-Upgrade dominiert. Der Brite schnappt Sebastian Vettel heuer zum 2. Mal die WM-Führung weg und liegt nun 14 Zähler vor dem 4-fachen Weltmeister aus Hessen. Und auch Valtteri Bottas wäre ohne die unverschuldete Startkollision mit Vettel wohl weiter vorne als an 7. Stelle gelandet. Ich bin stets fokussiert, bei jedem Rennen abzuliefern. Frankreich war ein gutes Exempel dafür. So wie auch mein Sieg in Barcelona. Darauf kann ich mich nicht ausruhen. Ich muss immer vorne dabei sein. Das Motor-Upgrade letzte Woche war eine große Sache, die vonnöten war. Der Abstand zwischen Mercedes und Ferrari ist tatsächlich nicht mehr so groß. Ich habe den Eindruck, dass Mercedes nicht mehr ganz so die Oberhand hat, wie noch in den letzten Jahren. Nach dem Motor-Upgrade ist vor dem Aerodynamik-Update. Mit neuen Seitenkästen, neuem Heckflügel und sogar neuen Aufhängungsteilen für die Seitenspiegel. Ob Mercedes seinen Aufwärtstrend in dieser Saison fortsetzen kann, wird der große Preis von Österreich zeigen. Dort könnten die Silberpfeile zum ersten Mal nach Silverstone wieder 5-mal in Serie auf ein und derselben Strecke triumphieren. Ja, und diese wunderbare Strecke hat heute schon ein Österreicher im Renntempo hinter sich gebracht, den man sonst eigentlich nur vom Zweiradsport kennt. Der K-Sieger Matthias Wagner ist bei uns. Servus Matthias, wie war denn die Erfahrung da im Porsche Supercup mit den Profis da mitzufahren? Extrem lässig. Also wir haben zwar nicht so viel Training gehabt, von dem her war es wirklich ein bisschen schwer da reinzufinden, weil es halt echt wirklich ganz was Neues ist für mich. Aber das Rennen war halt super. Ich habe da meine 16 Runden mehr oder weniger fast allein runterfahren können. Ich habe dann auch gemerkt, was es einmal heißt, wenn die Reifen ans Limit kommen, und war richtig lustig und echt ein unbeschreibliches Erlebnis. Und du hast gesagt, von der besten Rundenzeit gar nicht einmal so weit weg von der absoluten Spitze. Nein, ich war 1,5 Sekunden, glaube ich, auf dem Thomas Breining weg, also was, glaube ich, jetzt nicht so schlecht ist. Und ich habe halt wirklich gemerkt, dass ich mich immer wohler fühle, dass ich immer besser reinkomme. Und
habe zwei Leiter überholen können, was jetzt zwar nicht so viel ist, aber ein bisschen ein Erfolgserlebnis, und nein, war echt eine richtig coole Geschichte. Seid ihr euch einmal auf der Strecke begegnet, der Tommy, der Sieger des Rennens, und der Matthias Waldner? Ja, ich habe ja einen Testtag auch in Barcelona gehabt. Ich meine, heute im Rennen? Genau, da schon und heute im Rennen nicht, nein, zum Glück, also sonst hätte er mich überrundet. Aber gestern in der Quali mal, und er war da auch so nett und hat mir ein paar Spuren gezeigt und versucht, sich meinen Tempo ein bisschen anzupassen. Also da hat er mir schon den einen oder anderen Tipp gegeben. Um jetzt ganz kurz aufs nächste Thema überzuleiten, das ist der Körb, der Killer-Körb, der in der Formel 1 für so viele Probleme, vor allem im Qualifying und im freien Trainings gesorgt hat. Körb Ausgang 10, Ausgang 9, Eingangkurve 10. Spürt man das mit dem Porsche Supercup auch? Ich weiß nicht, das weiß der Alex wahrscheinlich besser, aber ich glaube sicher nicht weniger. Also ich habe auch speziell in der ersten Kurve, wenn ich da die Kurven 10 genommen habe und wirklich auf den Körb, der bringt das ganze Auto so aus der Balance, dass ich wirklich ein paar Mal ein wenig ein Herzrasen gehabt habe und richtig schnell sein müssen, ob wir entgegenlenken. Also, aber es ist auch gut, dass es so eine Begrenzung gibt, weil sonst, wenn alles asphaltiert ist, wo fängt es an, wo hört es auf, aber nein, dann, wenn man mitnimmt, spürt man schon richtig. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Matthias, danke. Alles Gute für die Zukunft. Auf zwei oder auch auf vier Rädern. Viel Spaß auf alle Fälle. Lieber Alexander, die Körbs, die sind einigen im Qualifying und auch im freien Training zum Verhängnis geworden. Allen voran den Toro Rosso-Piloten, auch bei McLaren hat Schäden gegeben. Das war Qualifying, das war freies Training. Welche Rolle kann dann das gelbe Ding im Rennen spielen? Ja, eigentlich immer noch eine sehr große. Wir haben gesehen, dass wenn du da ungünstig drauf fährst, geht der Flügel sofort kaputt. Ja, das wird sicher den einen oder anderen passieren. Aber jeder Rennfahrer wird jetzt im Rennen ein bisschen mehr drauf aufpassen, weil er weiß, er hat 71 Runden. Aber dann selbst nur mit der Außenkante des Autos, diese Körbs immer ein bisschen berührt, weil dann du musst ja ums letzte Zehntel pushen, dann könnten auch Ermüdungsschäden stattfinden. Und da hat bis jetzt noch keine Erfahrung genug mit dem neuen Layout und auch mit den neuen Autos. Letztes Jahr haben wir ein paar Schäden gesehen. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass einiges passiert, dass wir sogar auch Virtual Safety Cars haben, weil halt Carbonteile überall herumliegen. Also ja, vielleicht sind das die Rennentscheider, die da vor uns liegen. Wir haben es schon dieser Tage versucht zu erörtern, warum da immer die üblichen Verdächtigen drüber fahren. Und dann hast du gesagt, unter Umständen ist das auch jetzt nicht nur am Fahrer liegend, sondern auch am Fahrzeug, weil einfach das eine oder das andere Auto dort in dieser Kurvenkombination 9-10 einfach besser liegt. Mercedes fährt da wie auf Schienen, das ist genau der Bereich, wo die Silbernen so viel Zeit herausholen. Also ist da auch der Fahrzeugunterschied spürbar, wenn es da ein Auto weiter raustreibt? Naja, also grundsätzlich nicht immer, aber grundsätzlich sind die schnellen Autos auch immer, die dem Fahrer einfach sehr viel Rückmeldung geben, wo du genau weißt, was du machen kannst und was nicht. Und die eher schlechteren Autos, die wandeln es einmal viel schneller, die brechen schnell aus und die lenken dann nicht so gut ein. Dann hast du natürlich einen schlechteren Auto. Die Fehleranzahl ist wesentlich höher, selbst derselbe Fahrer mit demselben Talent. Ist der Druck teilweise im Mittelfeld ein bisschen höher und dann versuchen sie es alle mit der Brechstange, weil ob es jetzt öfter wird oder Zehnter ist ein Riesenunterschied. Öfter ohne Frontflügel oder Zehnter mit ein bisschen angeknacksten Frontflügel ist ein großer Unterschied. Am besten wegbleiben von den Körbs, Hände weg von den gelben Dingern da. Killer Körb soll im Rennen jetzt gleich hoffentlich keine Rolle spielen. Liebe Formel-1-Freunde, wie würde denn Ihre ideale Rennstrecke aussehen? Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, welche Kurven, welche Streckenabschnitte von bestehenden Rennstrecken Sie da einbauen würden? Vielleicht machen Sie das einmal. Ferdinand Habsburg, Formel-3-Pilot, um meine Wenigkeit. Wir haben uns diesen Spaß erlaubt. Und wir haben uns schon ein paar weitere Meter Richtung Startgrid begeben, denn es sind nur mehr 43 Minuten bis zum Start vom Großen Preis von Österreich. Robert Lechner habe ich auch endlich gefunden. Der war heute ziemlich busy und erfolgreich. Der Sieg von Tommy Breining für dein Team mit einem deiner Autos. Hoch erfreut, nämlich schon vor Beginn des Großen Preises. Perfekt, wenn man die österreichische Bundeshymne hört, ich glaube, das hat die Fans auch taugt. Also von mir das kann so weitergehen. Ich hoffe, wir haben ein spannendes Rennen. Und ich glaube, da können wir uns auch was Kost machen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit deiner Einschätzung nach, dass wir die österreichische Hymne heute noch einmal hören können? Das wäre dann für das Red Bull Racing Team. Ja, ich glaube, die werden es heute ein bisschen schwach haben, muss man ganz ehrlich sagen. Mit Verstappen jetzt hat er natürlich ein bisschen profitiert. Man darf die nie abschreiben, aber man muss gewinnen, damit man die Bundeshymne hört. Und da haben momentan andere die besseren Karten. Nämlich die Silbernen aller Voraussicht nach bei normalem Rennverlauf, wobei wir schon in den letzten Rennen gesehen haben, es kommt da immer wieder zu Zwischenfällen, hier vor allem die Kurve 1, die Kurve 3, prädestiniert für nicht geplante Fahrzeugberührungen. Wenn du dir die Startaufstellung ansiehst, so die ersten 6 Mal nach hinten bis Sebastian Vettel,
Wo pressiert es denn da? Wo könnte es eng werden? Also wenn man den Namen Grosjean liest, der jetzt ja nochmal aufgerückt ist, da pressiert es dann meistens. Und wie du schon richtig gesagt hast, erste Kurven, zweite Kurven, dritte Kurven, sind alles sehr enge Kurven, wo man viel bremsen muss. Ab der dritten Reihe wird es immer extrem. Die Teamkollegen vorne werden sich jetzt mal eher mal zurückhalten. Ich denke mal, die werden auf sich aufpassen. Durch die Versetzung von Sebastian Vettel kommt natürlich mit Verstappen da noch ein bisschen Brisanz dazu. Und das wird für Spannung sorgen. Es ist angerichtet, meine Damen und Herren, unsere Showmaster haben es mittlerweile auch schon hinaufgeschafft in die Kabine. In Kürze geht's los, live mit unserer letzten Vorberichterstattung vor dem Großen Preis von Österreich. Bis gleich. Dem Lockout in der ersten Startreihe haben die Mercedes-Piloten definitiv die besten Chancen heute auf den Grand Prix-Sieg. Niki Lauda, es ist angerichtet, alle Autos, alle Fahrer, alles in a good shape, alles bereit für einen Doppelsieg in Österreich? Bin nervös. Weil? Weil Doppelsieg ist dann da, bis man eingefahren hat. Start, Riesenproblem, erste Kurve, Vettel nach hinten versetzt, hilft ein bisschen. Aber man muss richtig halt aufpassen. Strategiefehler darf keine machen. Die Reifen müssen alles richtig geplant sein. Fahrer keine Fehler. Dann kann man es gewinnen. Bin aber trotzdem leicht nervös. Brisanz also in den ersten drei Startreihen, zumindest was die Protagonisten und deren Verteilung dort betrifft. Was im Falle, dass Bottas das Rennen anführt und Lewis hinter ihm herfahren kann? Es gibt ja einen WM-Stand, um den es ja auch schließlich geht. Vollkommen wurscht, wurde heute diskutiert. Wir dürfen nicht zusammenfahren, weil Rosberg und Hamilton liegt mir heute noch im Magen. Letztes Jahr war das, glaube ich, oder? Letzte Kurve da. Und die dürfen voll frei fahren. Das ist ganz wurscht, wer gewinnt. Wünschen wir uns ein schönes und unterhaltsames Rennen. Danke. Die Lautstärke an der Stunde. Mit dem Blick auf die tausenden Fans hier melden wir uns ein erstes Mal am heutigen Tag von der Tribüne. Orange oder dann doch rot-weiß-rot? Was ist die dominierende Farbe hier? Naja, wenn wir orange dominiert haben, wir rot-weiß-rot. Ach, mindestens bei der Hymne. Hörst du uns jetzt? Oder mich? Ich höre dich und ich hoffe, die Zuschauer. Alles klar, klar. Ganz klar, sehe ich dich. Aber ein Problemchen gehabt, aber das hat sich offenbar erledigt. So, in Kürze ist es also weit. In einer guten halben Stunde, dann wird er eröffnet. Der 31. Grand Prix von Österreich. Er hat den 30. gewonnen. Valtteri Bottas, der Mann, der heute zum 5. Mal in seiner Formel-1-Karriere auf der Pole-Position steht. Das ist der Wagen mit der 33, der Wagen von Max Verstappen. Lieber Alexander, die Bullen haben in den freien Trainings auf die Langdistanz in den Longruns ziemlich ausgelassen. Dann hat es geheißen, vielleicht haben sie sich setupmäßig schon was einfallen lassen. Traust du ihnen ein Comeback im Rennen zu? Verstappen auf 4, Ricciardo auf Startplatz 7. Ja, also ich muss sagen, vor dem Rennen hätte ich mir gedacht, dass sie hier wesentlich knapper dran sind, aber es ist irgendwie dieser steirische Asphalt, der sich mit dem Reifen nicht verträgt, sondern sie haben andere Reifenbilder, sie haben andere Grip-Niveaus wie die Konkurrenz und was ihnen auf manchen Strecken hilft, kommt ihnen hier eigentlich nicht zugute. Und ja, deshalb glaube ich, dass auch jetzt fürs Rennen nicht wirklich ein großer Unterschied ist. Ich hoffe natürlich, dass sie dabei sind und da richtig einheizen können und gegen Rot und Silber die dritte Kraft sind, die ganz knapp dran ist. Schauen wir mal, wie der besser Platzierte der beiden Bullenpiloten. Na, das ist eine Geschichte vom Weg zur Startaufstellung. Was passiert da? We touched a little bit of the curb, so an exit of turn 7, step right. Copy. Ausgangskurve 7 hat er ein bisschen was vom Curb mitgenommen. Lance Stroll. Ist das sein Auto, das da ganz hinten nachsteht? Oder ist das der Sirotkin? Das ist jetzt schwer zu erkennen. Auf jeden Fall, nein, das wird schon der Stroll Williams sein, der da aufgebockt wird, und die Mechaniker checken dann noch einmal den Unterboden. So, hören wir mal rein, was Max Verstappen, der besser Platzierte der beiden Red Bull-Piloten, kurz vor dem Rennen zu sagen hat. Max Verstappen von 4 startend heute, zigtausende niederländische Fans da. Was können Sie denn denen versprechen? Hoffentlich natürlich ein gutes Rennen, aber bis jetzt natürlich noch schwierig zu sagen, es ist schon viel warmer wie Freitag. Hoffentlich ist es besser für einen Supersoft.
aber wieder mal schauen. Von der Strategie, wir haben gerade mit Helmut Marko auch gesprochen, gibt es mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Wie genau ist es denn besprochen? Ja, schon, natürlich. Wir analysieren alles und wir haben schon viele Pläne dabei. Aber nach der ersten Runde kann das natürlich schon wieder anders sein. So, werden wir schauen. Vor Ihnen Hamilton, hinter Ihnen der Sebastian Vettel. Was erwarten Sie da in diesem Sandwich beim Start gleich? Nein, der Sebastian ist ganz schnell. Aber bis jetzt, ja, schwierig zu sagen. Ich hoffe natürlich, einen guten Start zu haben. Die haben natürlich die Ultrasoft-Reifen, aber wir mal schauen. Alles Gute, danke. Ja, Max Verstappen hat es angesprochen. Die haben die Ultrasoft-Reifen und er bezieht sich da auf die beiden Ferrari-Piloten. Über Kimi Räikkönen haben wir heute noch fast überhaupt nicht gesprochen. Der steht immerhin auf Startplatz 3. Das ist schon so, wie es auch vor einer Woche in Le Castellet war. Auch da hat Ferrari die weicheren Reifen am Start montiert gehabt. Damals die Hypersoft. Ja, schauen wir mal. Hamilton. Ich habe gerade ein Leak of Water. Okay, copy. Er sagt, er hat ein Wasserleck. Ob er da jetzt die Trinkflasche meint, die vielleicht ein bisschen tropft im Helm, weil Motor Wasser, das sieht er nicht, das wird er auch nicht spüren. Das sehen wann schon die Ingenieure auf der Telemetrie. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier um die Trinkflasche geht. Wäre wünschenswert. Dieser Unterschied der Startreifen, wie gravierend kann der sein? Der ist mathematisch, glaube ich, 3,5 Meter bis zur Kurve 1 hier oder ja, 3,5 Meter. Und nur muss das heute halt einmal ausloten und dann auch geltend machen, denn in Paul Ricard, vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie live dabei waren, da ist er eingezwickt worden zwischen den beiden Mercedes. Er konnte nicht durchziehen, obwohl er dann besser weggekommen ist. Und dann hat er sich ohnehin vertan, die berühmte Szene, wie er sich den Flügel abfährt bei Walter Bottas. Chase Carey, der Formel 1 Boss. Wir haben den DTM-Boss vor dem Mikrofon. Gerhard Berger. Vor einem Grand Prix von Österreich auch die Aufregung bei dir immer wieder noch ein bisschen mehr wie vor einem Start eines beliebigen anderen Rennens. Ja, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich da in die Steiermark bin. Erstens, wie schön das da überhaupt ist, auf der Strecke, rund um die Strecke. Und dann natürlich, Red Bull hat da wirklich ganz was Tolles aufgezogen. Da blüht das Rennfahrerherz richtig auf. Man kann Motorrad fahren, man kann Quad fahren, man kann Rennen fahren, man kann alles wirklich rund um die Strecke erledigen. Golfplätze, Radwege, also eigentlich muss man sagen, seinen Sommerurlaub muss man da planen. Der Dank der Tourismusverband Knittelfeld. Gerhard, Red Bull hat schwierige Ausgangsposition. Die Plätze 4 und 7 für Max Verstappen und für Daniel Ricciardo. Wo glaubst du, aufgrund deiner Erfahrung, könnte es hingehen mit diesem Rennen für die beiden? Also die 4 und 7 wären nicht so schwierig, nur wenn man sie einmal genau analysiert, dann ist ganz klar, der Mercedes absolut das schnellste Paket da, das Bergaufstück, da funktioniert der Motor halt einfach sehr, sehr gut. Ferrari ist auf 2/3 Zehntel dran. Also dieses Paket da vorne wird wahrscheinlich eine eigene Liga sein. Und natürlich, Red Bull ist nicht weit entfernt, aber die brauchen einfach 20, 25 PS mehr, um wirklich da eine Rolle mitzuspielen. Es gibt zwar 3 DRS-Zonen, das kann ein bisschen den Red Bull in die Karten spielen, aber es wird sehr schwierig. Ich wünsche Ihnen und uns ein unterhaltsames Rennen. Danke und alle Fans. Ciao. Emilia Bottas, ehemalige Leistungsschwimmerin, Olympiateilnehmerin, die Ehefrau von Valtteri, und die hat sich gestern so herzig gefreut, als ihr Ehemann zur Pole-Position gefahren ist. Carlos Sainz, Startplatz 9. Ein Wort noch zu dem, was Gerhard Berger über die Stärken des Mercedes gesagt hat. Schau, Helmut Marko in der Ledernen. Mit den Wadeln kann man sich das erlauben. Gerhard Berger sieht die Stärke von Mercedes vor allem den Berg hinauf, also hin zur Kurve 3. Allerdings waren die auch stark den Berg hinunter, von 9 zu 10, die letzten beiden schnellen Kurven. Da haben sie in den Trainings, im Qualifying immer sehr, sehr viel Zeit auf die Konkurrenz herausgemacht. Was braucht ein Auto, um dort schnell zu sein? Ja, guten Abtrieb und tolle Effizienz. Natürlich muss der Reifen auch richtig beisammen sein und das trifft hier für Mercedes wirklich gut zusammen. Aber unterm Strich ist es eine Aero-Kurve und die Aerodynamik bei Mercedes ist immer gut. Sie hatten halt Probleme mit den Reifen.
oftmals, um hier große Setup-Kompromisse einzugehen, aber das scheint am Red Bull Ring nicht der Fall zu sein oder nicht so eklatant und dementsprechend tun sie sich hier wirklich gut. Und dann hat es noch eine Mannschaft aus dem Mittelfeld gegeben, die den Bullen die Hörner aufgesetzt hat. Gestern etwas unerwartet. Haas F waren bärenstark und so steht Grosjean auf Startplatz 5 und egalisiert damit die beste Startposition in der Geschichte dieses Teams. Auch den Franzosen haben wir noch abgestopft. Romain Grosjean, der sensationellerweise auf Platz 5 nach vorgestoßen ist. Romain. Ist das eine tolle Ausgangsposition für ein Superrennen? Absolut. Super Startplatz zwischen Red Bull und Ferrari. Das kann nicht besser sein für uns. Ja, wir gehen es einfach an. Ich hoffe auf ein gutes Rennen. Wir haben ein gutes Rennen. Wie lange kann man die anderen fordern, die vor einem stehen? Ja, Red Bull ist nicht viel schneller als wir. Vielleicht können wir da mithalten, Mittel mit Max. Dann kann ich vielleicht Daniel hinter mir halten. Aber Top 3 wird zu weit weg sein für uns. Das ist natürlich eine Ansage, damit Red Bull einmal mitfighten zu können. Das war schon bemerkenswert, würde ich sagen. Ja, aber was soll er sonst sagen? Natürlich hofft er, dass er mitkommt. Und ich meine auch gestern, da haben sie es ja bewiesen. Ja, na, absolut. Das ja. Jetzt keine leeren Entschuldige, da habe ich dich falsch verstanden gemacht. Du meinst die Aussage an sich von Grosjean? Nein, die Tatsache, dass sie da dabei sind, haben wir schon am Freitag gesehen. Die waren die Longruns, sowohl auch die Qualifying-Simulationen schon schnell. Und Grosjean hat das durchgezogen. Es ist unfassbar, was sich hier tut. Wie gesagt, gut 70.000 Fans an der Rennstrecke hier am Red Bull Ring. In der vergangenen Saison hatten die Freunde des Max Verstappen allerdings ein sehr, sehr kurzes Vergnügen. Da ist er in einen frühen Crash verwickelt gewesen und dann war es ziemlich ruhig bei den Niederländern. Ein wunderbarer Blick. Nicht nur von der Landschaft her ist diese Rennstrecke, wie ich meine, einzigartig, sondern auch dieser Arena-Charakter. Den gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr. Vielleicht ein bisschen in Interlagos, wo du auch von vielen Tribünen, von vielen Ecken dieser Rennstrecke dann eine gute Sicht auf weite Teile des Streckenverlaufs hast. Die Dirndln sind da und eine mit der Lederhose, haben wir schon vorhin gesehen. Jetzt beim Interview Dr. Helmut Marko. Absolut passendes Outfit für einen, der sich aber logischerweise in der Lederhose wohlfühlt. Helmut Marko, ein ungewöhnliches Outfit, aber wie wohl fühlen Sie sich denn heute mit den Startplätzen 4 und 7 tatsächlich? Wesentlich unwohler als in der Lederhose. Vielleicht, weil jetzt die Temperaturen hinaufgegangen sind, dass das ein bisschen ein Vorteil sein könnte. Aber generell haben wir nicht den Speed gefunden, den wir normalerweise haben. Ja, Pessimismus wird leider schon seit Freitag bei Red Bull großgeschrieben. Max Verstappen zumindest eine Position durch Vettels Versetzung gewonnen. Wie kann man denn strategisch heute vielleicht dann vorne doch noch andocken? Ja, Start ist das Wichtigste und dann muss man schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Und sobald man sieht, wo sich hinten Löcher auftun, das heißt, wenn man wieder rauskommt, dass man halbwegs freie Fahrt hat, dann kann man halt die üblichen Spielchen mit Over- oder Undercut probieren. Also auch ein Strategie-Split, der im Vorfeld schon geplant ist? Nicht im Vorfeld, sondern das hängt von der Rennsituation ab, wo die jeweiligen Autos sind und auch welcher Fahrer mehr oder weniger Reifenverschleiß hat. Also das ergibt sich aus der Rennsituation heraus. Dann wünsche ich Ihnen, dass das Wohlbefinden vom Ergebnis ähnlich ist wie in der Lederhose. Alles Gute, danke. Danke. Ja, die Hausherren Red Bull Racing auf dieser Rennstrecke gerade einmal 5 Führungsrunden in den bisherigen 4 Rennen, an denen sie hier teilgenommen haben, steht in den Sternen. Ob da heute noch was dazukommt, wird zumindest eine schwierige Angelegenheit. Gerhard Berger im Gespräch mit Burkhard Hummel und wir haben für Sie an diesem Wochenende Derek Warwick ist das, der ist bei den Renningenieuren dabei. Als spezielles Service abrufbar über die ORF TVTEC. 4 Streams, die sind allerdings erst freigeschaltet ab Rennbeginn. Onboard Pitlane, Driver Tracking und Data Channel. Der Alex ist ein Streaming-Spezialist, der hat sich letzten Samstag so wohl gefühlt im Stream. Ja, Wahnsinn.
Turbo. Ja, irrsinnig. Ja. Recht heimelige Atmosphäre dort. So, Toto Wolff, der wird wahrscheinlich zuversichtlich in dieses Rennen hineingehen mit seiner Mannschaft. Ja, Ernst, ich befinde mich hier, wo logischerweise das Rennen strategisch im Hintergrund entschieden wird. Toto, heute ist es ein bisschen einfacher zu planen. Eins und zwei, welche Gefahrenquellen könnten sich denn auftun? Jede Menge. Turn 1 ist immer eng hier und da bleibt stranden immer ein paar Autos. Und dann gerade rauf zu Turn 3 und zu Turn 4 hat der Ferrari richtig Power und Traktion. Wenn wir es schaffen, da mit einem Auto, mindestens einem Auto vorne zu bleiben, ist schon mal Good News. Aber wie gesagt, man muss sich in Acht nehmen. Sind wir in einer Phase, wo man schon ein bisschen an die Weltmeisterschaft denken muss? Viele spekulieren, dass da heute auch Bottas vielleicht an der Kürzere ziehen müsste strategisch. Gibt es diese Gedankenspiele? Gibt man sie zu, wenn es so wäre? Wir haben darüber diskutiert heute in der Früh, weil es kann schon mal passieren in einer Saison, dass man diese unpopuläre Entscheidung treffen muss. Aber wir werden das hier sicher nicht machen. Überhaupt bis zum Sommer wollen wir dieses Thema nicht aufgreifen. Wir sind es beiden Fahrern und dem Sport schuldig, dass wir sie fahren lassen. Und wenn der Vorsprung immer eklatanter wird, dann muss man vielleicht irgendwann einmal in die Richtung denken, aber nicht heute. Was kommt für die Fans in puncto Reifen heute in diesem Rennen zu, an Strategien, an Überlegungen? Ja, es ist wieder alles anders. Die Sonne brennt. Wir hatten eine Wolkendecke erwartet. Die Strecke hat 10 Grad mehr als erwartet. Also ich glaube, die auf dem Ultra, die Ferraris, die werden mit Sicherheit darüber nachdenken, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Aber schauen wir mal, es ist alles ein bisschen ungewiss immer. Alles Gute fürs Heimrennen, Toto. Danke. Danke. Da hat er natürlich was völlig Richtiges angeschnitten. Streckentemperatur in diesem Augenblick, man höre und staune, 47 Grad. Wir waren in den freien Trainings und auch im Qualifying gestern bei in etwa 30, vielleicht einmal 33, 34 Grad, aber recht viel mehr war da nicht drinnen. Jetzt plötzlich 47 und Toto mutmaßt, dass das schlecht ist für die Ultrasoft bestückten Autos am Start, sprich für die Ferraris. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil auch der Supersoft hat teilweise bei der Hitze ein bisschen hängen lassen. Mhm. Also es wird dann sicherlich auch auf das Setup und auf Setup ankommen. Es ist auf jeden Fall 10 Grad wärmer als jeder vorher gesagt hat, die Asphalttemperatur, nicht die Lufttemperatur. Und das wird sicher spannend. Und bei so hohen Asphalttemperaturen jetzt noch ein Grad mehr, 48, hat noch keiner Erfahrung gesammelt an diesem Wochenende. Ganz kurz noch lösen wir die Geschichte rund um Lewis Hamilton auf. Das Wasser kam, das ist jetzt von der Pressestelle von Mercedes. Das ist wirklich echt super, die Stimmung da. Bestätigt aus der Trinkflasche, nicht vom Kühlsystem, genauso wie es der Alex schon vorhin vermutet hat. Und während da gehüpft wird, schauen wir nochmal runter zur Startaufstellung. Der Mann auf der Pole Position. Bitteschön. Valtteri, the sun is shining. Die Sonne scheint. Österreicher ein Rennen, das Sie mögen. Pole Position. Ja, das ist ein tolles Rennen. Ich liebe es. Und man kann keine bessere Startposition als die 1 haben. Welche Strategien wurden besprochen vor dem Rennen mit den Teamchefs? Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben einige Pläne, aber wir müssen da flexibel sein. Wie der Reifen hält, wie der Soft hält, wie der Ultrasoft hält. Mal schauen. Wir müssen flexibel sein. Der letztjährige Start, unglaubliche Reaktionszeit. Kann man sowas wiederholen? Mal so, ich versuch's einmal. Diese Reaktionszeit aus dem Vorjahr, die war ja so gut mit 0,2 irgendwas, dass man dann das ganze System hinterfragt hat. War denn das im Toleranzbereich des Systems, des Indikators für einen Jumpstart, für einen Frühstart, war es einer, war es keiner. Das ist dann zerpflückt und zerlegt worden bis auf die kleinste Tausendstel Sekunde und am Ende war er natürlich unantastbar, was den Start anbelangt und was dann auch das Rennen anbelangt hat. Er hat dieses Rennen hier gewonnen und er ist ein wahrer Steiermark-Spezialist, der Valtteri Bottas. Erstes Podest hat er eingefahren. Pole Position, letztes Jahr Pole Position 2018, Rennsieg 2017. Die meisten Führungsrunden auf dieser Rennstrecke mit 72. Kein anderer hat mehr.
Und er hat gestern Lewis Hamilton um genau 19.000stel Sekunden in die Schranken gewiesen. Allerdings, jetzt kommt das große Aber, er liegt in der Weltmeisterschaft 53 Punkte hinter seinem britischen Teamgefährten. Natürlich auch aufgrund vieler unglücklicher Momente. Pech gehabt in Aserbaidschan, abgeschossen vom Vettel schon zu Saison. Beginn in Australien hat sie mir mal übel mitgespielt, da ist er Startaufstellung zurückgestellt worden. Also der hat auch schon viel Pech gehabt, Valtteri Bottas, und daher haben sich viele die Frage gestellt, ob Mercedes diesen WM-Stand jetzt schon im Auge hat. Toto Wolff hat das zur Gänze abgetan. Jetzt ist es gleich soweit, wir freuen uns auf die Hymne, die wird heute im Übrigen zum Besten gegeben von den Grazer Philharmonikern. So, jede Menge Ehrengäste, die der Aufstellung nehmen dazu. Streckentemperatur habe ich Ihnen schon gesagt. Lufttemperatur 22 Grad, also viel besser geht's nicht an einem Renntag. Regen ist ausgeschlossen, 0% Regenwahrscheinlichkeit prognostiziert für diesen Grand Prix, der sich über 71 Runden erstrecken wird. Minister of Interior, Hermann Schützenhofer, Governor of the Province of Styria, Barbara Eibiger-Miedl, Regional Minister for Tourism and Economy, Siegfried Nagel, Mayor of Graz, Harald Hertz, OAMTC Vice President, along with all of the Formula One drivers taking part in today's Grand Prix. Now, please be outstanding for the National Anthem of Austria. Bravo, Gänsehaut, würde ich mal sagen. Selten ist sie schöner zum Besten gegeben worden, die österreichische Bundeshymne. Wunderbare Angelegenheit, es ist angerichtet und in knapp 15 Minuten wieder gestartet. Der große Preis von Österreich, bis es soweit ist, haben wir noch einmal alles für Sie in Kürze zusammengefasst, was Sie vor diesem Rennen noch wissen müssen. Dann gibt es ein kleines Päuschen und dann legen wir wieder los hier aus der Kommentatorenkabine auf dem Red Bull Ring.